schauen, weil es ist ja jetzt schon wirklich eine lange Zeit, wie wir zusammengearbeitet haben. Und ich finde es auch super schön, dass du dich dann auch entschieden hast, weiterzumachen. Aber lass uns mal wirklich ganz an den Anfang zurückspulen. Kannst du dich noch daran erinnern, das müsste so im Herbst gewesen sein, was deine Ziele waren, wo du nicht weiterkommst und warum du überhaupt zu mir gekommen bist? Genau, also kann ich mich sehr gut erinnern, ja. Ja. Zum einen hatte ich ja eigentlich mein Leben lang so ein bisschen mit dem Körpergewicht immer so ein bisschen mit der, ja, um zu kämpfen, dass ich einfach zu wenig gewogen habe und wollte immer zunehmen, wollte aber auch Muskelmasse zunehmen. Ich habe mich ja öfter schon im Fitnessstudio angemeldet, war dann auch regelmäßig dort, aber ich habe halt keine Erfolge gesehen. Und genau, und eine Zunahme war da auch nicht möglich. Also oft habe ich sogar dann noch abgenommen, 1, 2 Kilo, was auch mega frustrierend war. Und genau, und ich bin da einfach nicht weitergekommen. Das war ein großer Punkt körperlich. Ansonsten natürlich auch ja, Mindset-Themen haben mich auch interessiert, persönliche Weiterentwicklung. Auch so ein bisschen besser mit dem Stress umzugehen im Alltag, sich auch ein bisschen besser zu organisieren. Damit hatte ich auch immer ein bisschen Struggle. Genau. Ja. Du hattest auch, Genau. ich weiß das noch relativ genau, du hattest ja dann auch die Kalorien-Masterclass, glaube ich, durchgearbeitet, ne? Und Ja. hast dann ja auch erst so ein bisschen da Klarheit für dich gewonnen. Aber so richtig so, dass du gemerkt hast, okay, ich komme da auf Dauer voran, war das ja irgendwie nicht so. Weißt Ja. du noch, was dir schwer gefallen ist? So sei es jetzt Ernährung, Training oder im Alltag oder so. Also kannst du dich noch daran erinnern, was so deine größten Stolpersteine waren, jetzt vielleicht auch so im Nachhinein? Ja, tatsächlich im Nachgang das mehr zu essen. Also das war echt ein großer Punkt, Ja. weil ich einfach, ja, weil sich einfach im Nachgang jetzt festgestellt hat, dass ich viel zu wenig pro Tag gegessen habe und ich konnte da natürlich nicht zunehmen. Ja. Und dann auch die Struktur im Training, dass es auch nicht wichtig ist, immer wieder neue Übungen mit reinzunehmen, sondern auch wirklich, wenn was funktioniert, dabei zu bleiben und dann wirklich auch mit mehr Gewicht zu arbeiten. Genau, ansonsten trinken. Trinken war ein großes Thema. Ja. Also ich habe wirklich viel zu wenig getrunken, wenn es hochkam, zwischen 1 bis 1,5 Liter überhaupt am Tag. Also das war wirklich nicht gut, abgesehen vom Kaffee. Genau, ja. Ja, das große Thema war ja vor allem so in Ernährung und Training die Struktur, ne? Du hast ja, ich habe auch jetzt gerade noch mal reingeguckt, das ist immer total spannend. Du hast ja auch super viel schon gemacht, ne? Also du hast die ganzen Geräte gemacht, du hast auch frei schon Hip-Thrust und Kniebeugen und dies und das und jenes gemacht. Das sind ja auch, und das ist ein schönes Beispiel von, die Übungen sind schön und gut, aber die Struktur hat ja einfach gefehlt, ne? Ja, Und klar. dann, wenn du dann auf der anderen Seite deinen Körper auch in der Ernährung nicht richtig mit dem versorgt hast, was er braucht, ja, ne, dann ging es natürlich einfach weiter. Weißt du noch, was du gesagt hast in Bezug auf diese Themen Körperbild, Selbstvertrauen, Mindset, was du dir gewünscht hast, damals noch im September, ewig lange her? Ja, ja, also dass ich zum einen mehr an mich selber, also mir selber mehr zutraue, zutrauen, also das war ein großer Aspekt. Mehr an mich glauben, dass ich mich einfach wohler fühle, grundsätzlich im ganzen Körper, im Bild, Körpergefühl. Dann einfach die Regelmäßigkeit, also dass die Regelmäßigkeit da ist. Mit, ne, mit dem Training, dass das einfach, dass ich da wirklich dranbleiben kann auch. Und aber auch von der Ernährung her, dass ich ja, mich einfach in meinem Körper wohler fühle. Ja, Ja. ich finde es total spannend. Das ist auf jeden Fall so, aber du hast noch ganz, ganz, ganz viel mehr gesagt, beziehungsweise Okay. aufgeschrieben. Du hast ja ganz am Anfang ne, diese Anamnese ausgefüllt, wo du halt aufschreiben solltest, was deiner Meinung nach
deine Schwächen oder Herausforderungen oder so sind. Ich lese es dir mal gerade vor, ja. Du hast gesagt, okay, ich möchte meine Meinung äußern, ohne ein komisches Bauchgefühl zu haben. Mehr an die eigene Stärke glauben, erfolgreicher denken, größer denken, mich selber wieder mehr wahrnehmen und bewusster sein und achtsamer leben. Fand ich richtig schön. Dann war so die Frage, womit bist du am meisten überfordert? Dann hast du gesagt, Struktur in der Ernährung und Training. Ich mache mir selbst oft zu viel Druck, wenn ich das nicht erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann kommt die Frustration. Ich möchte mir für mich selbst mehr Zeit nehmen im Alltag. Und, fand ich auch spannend, ich habe oft zu viele To-Dos im Kopf und kann es dann nicht mehr oder schwer priorisieren. Das stimmt. Das waren so die Dinge. Das Wahnsinn. hast du damals schon relativ klar so sehen können. Und das ist ja, also dir war schon von Anfang an klar, dass du dir da selber ganz, ganz viel, ne, Druck machst und Stress machst und ich muss noch dies machen und das machen und jedes Mal ist auch klar, ne, bei deinem Alltag, mit dem Job und dem Kind und so und dann noch die Abnehmthemen und warum klappt das nicht und dies und das, das war ja super viel. Ja, und dann, also, ne, das ist jetzt so ganz eine andere Welt. Was würdest du sagen, wann hast du gemerkt, hier verändert sich was? Tatsächlich relativ schnell. Also gerade körperlich, muss ich sagen, waren es so 3 Wochen, 3, 4 Wochen, wo ich auch wirklich gesehen habe, oh, cool, da tut sich was, allein vom Aussehen her, von den Bildern. Also ich habe ja auch Bilder geschickt und auch von den Maßen her, vom Gewicht. Das kam relativ schnell auch von den Muskeln her. Man hat schon wirklich definiertere, sage ich jetzt mal, Muskelzüge gesehen. Also das war echt auch motivierend. Und und auch im Nachgang dann, ne, mit der Ernährung, also bis man sich dann reingefunden hat, was ist wichtig, auf was muss ich achten, auch mit dem Trinken. Man hat sich nach 3, 4 Wochen einfach vitaler gefühlt, also fitter. Ich habe mich fitter gefühlt und ich war auch wirklich so richtig, voller Power, würde ich jetzt sagen. Voll schön. Und jetzt sind ganze 7 Monate vergangen und du hast wirklich auch an einigen anderen Themen gearbeitet und wirklich auch an diesen ganzen, weil du hast ja irgendwann auch gemerkt, naja gut, also ich habe Ernährung, weiß ich jetzt, ne, welche Lebensmittel und wie ich wann was esse, das funktioniert. Ne, da muss man jetzt nicht ewig lang das Rad neu erfinden. Und dann haben wir ja noch an anderen Themen gearbeitet. Was würdest du jetzt mal sagen, so rückblickend auf die letzten 7 Monate und das Bild von der Miriam, das wir gerade noch mal einmal gemalt haben von vor 7 Monaten, was würdest du sagen, sind so die Hauptdinge, die sich an dir und deiner Person verändert haben? Also egal, ob jetzt körperlich oder optisch oder mental oder ganz egal, was ist so, hat sich hauptsächlich verändert? Also ich bin auf jeden Fall bewusster im Umgang mit mir selber. Also was mir auch mega hilft im Alltag. Ich kann mich viel besser reflektieren auch oder zum Beispiel auch in den Situationen dann vielleicht anders reagieren, wie ich vorher reagiert hätte. Genau, ich kann mir bewusst auch wirklich Auszeiten nehmen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Das war auch immer ein Thema bei mir. Genau, mir Pausen gönnen. Ich merke oder höre bewusster in mich rein, wenn ich wirklich auch Pausen brauche. Und dann, genau, warte ich auch nicht zu lang. Also es war ja auch immer ein Fehler, so lange zu warten, bis man wirklich frustriert ist. Genau, und es ist auch so, dass ich mir auch leichter tue, natürlich, um eine Klarheit zu bekommen, um eine Struktur. Wenn mir mal wirklich was zu viel wird, kommt immer wieder mal vor, natürlich, klar. Weg wird es nie sein, aber dann weiß man einfach, man hat das Handwerkzeug dafür, wie man damit umgehen kann und wie man sich selber da auch wieder ein bisschen runterbringen kann, ja. Ja, richtig, richtig wichtig, weil das ist ja so, wie du sagst, ne, also es das heißt ja nicht irgendwie, dass das Leben auf einmal easy peasy wird oder keine Herausforderungen es mehr gibt oder so, ne, oder gerade jetzt, wo du verletzt, sagen wir jetzt einfach mal, bist. Ne, und jetzt ein bisschen nicht trainieren konntest oder so, dann klar, kommt das ab und zu mal vor, aber wichtig ist ja, dass du, sobald es wieder gesundheitlich
geht, dass du einfach genauso wieder weitermachen kannst und genau weißt, was es braucht und genau weißt, wie es geht und wie dein Körper funktioniert und was der braucht und wie du trainieren musst und so. Das kann dir ja niemals wieder jemand nehmen. Ja, und das ist schön.